des Mittelmeers brennt, sieben Viertel Schütz, Mittag, ein Drittel voller Sch. Ja, ich glaube, dass nicht bei allen der Glaube da war, dass man eben halt gesehen hat, dass die Jungs sich mit Dingen beschäftigen, was auch normal ist. Wie gesagt, das ist nicht ganz leicht. Man hat eine Kaderplanung nebenbei zu machen, man hat die Stadionfrage. Und ich glaube, dass man das heute gemerkt hat, dass am Ende, gerade im letzten Drittel, keine guten Entscheidungen getroffen wurden und Effektivität im Fußball halt alles ist. Ja, ich habe jetzt den BFC nicht gut Fußball spielen sehen, aber drei Standards reichen dann halt. Und am Ende ist es ein verdienter Sieg. Ja, das ist das, was auf uns zukommt, glaube ich, nächstes Jahr. Du hattest von Umstellungen gesprochen. Ist der Matchplan heute nicht aufgegangen? Ist das nicht umgesetzt worden? Nee, ach, der Matchplan war nicht unbedingt das Problem, weil wir gerade am Anfang, vor dem 0-1, gut drinne waren. Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass Enes und Lukas halt die Schlüsselspieler sein hätten müssen. In der Idee, die wir hatten. Wir haben die Jungs ja darauf vorbereitet, was auf sie zukommt. Wir haben die ganze Woche gesagt, BFC kommt über Standards und über Umschaltmomente. So ist es dann am Ende auch gewesen. Aber nee, also die Idee war gut. Wir haben sie einfach nicht gut umgesetzt, waren nicht effektiv. Klar, ein bisschen Pech auch bei Falcao, erste Halbzeit, wenn er das 1:3 macht, freistehend, 4 Meter vorm Tor. Da hat der Glaube gefehlt, da hat die Spannung gefehlt. Und genauso bei dem Ding von Shinji, das sind halt so Momente, da kannst du halt nochmal rankommen. Dann knickt der Gegner auch so ein bisschen weg. Aber wenn du sie nicht reinmachst, wir haben heute auch, glaube ich, den Keeper zum Spieler des Spiels gemacht. Das kommt alles zusammen und am Ende ist es verdient. Ja, die Hoffnung auf das Pokalfinale als Saisonabschluss ist damit auch gestorben. Wie fällt denn dein Saisonfazit insgesamt aus? Ich habe es gerade schon der Mannschaft gesagt, das war einfach eine sensationelle Saison, so wie wir es uns auch gedacht haben, bevor das alles losging. Dass man den Pokal gewinnt oder jetzt ein drittes Mal ins Finale kommt, das ist immer Wunsch, weil einfach viele gute Clubs in dem Pokal mit dabei sind. Ich weiß nicht, jetzt wird gleich, glaube ich, 14.30 Uhr Anschlusszeit, ne? BRK gegen Alinike. Ja, und es tut weh, aber im Großen und Ganzen freue ich mich eher über die Liga, dass wir da so dominant waren und dass man dann halt nach 7 Monaten nicht im Rhythmus ist. Und BFC wusste, dass sie nichts zu verlieren haben gegen den Meister. Und das hat man halt gemerkt. Sie wollten einfach auch bei den Standards mehr. Sie waren agil, sie sind in die Bälle reingegangen. Und bei uns waren einfach zu viele Jungs dabei, die zugeschaut haben. Am Ende kommt das dann dabei raus. Danke dir. Gerne.